Hallo und herzlich willkommen zu Transcuisine, entdecke die Vielfalt. Ja, auf dem Programm steht ein ganz wunderbares Kürbis-Carpaccio. Wir sind ja immer noch in der Kürbiszeit. Und ja, wir machen natürlich auch gerne Kürbissuppe und solche Sachen, aber wir wollten jetzt schon mal ein bisschen was anderes auch zeigen und das Kürbis-Carpaccio, das lieben wir sehr. Ja, zu den Zutaten, da komme ich gleich dazu, da brauchen wir natürlich einen Kürbis, aber ich fange mal hier mit den Zutaten an, weil die sollen auch gleich, da soll gleich was mit passieren. Und zwar habe ich hier Apfelsaft, das sind ungefähr so 6 Esslöffel und ich habe 3 Esslöffel Orangensaft. Die werden jetzt hier im Topf einfach, den habe ich schon mal angemacht, habt ihr vielleicht gehört, das Zischen. Die werden jetzt erhitzt und die sollen halt ungefähr auf die Hälfte einreduzieren. Das wird so das Dressing bei der Angelegenheit. Ja, jetzt kann ich weiter erzählen, was man dazu noch braucht für das Kürbis-Carpaccio. Natürlich Kürbis. Und zwar, da bietet sich einfach der Butternut-Kürbis ganz wunderbar an. Butternut-Kürbis, Kürbis, klar. Und zwar, der Vorteil ist halt einfach, wenn man den aufschneidet, dann sind die ganzen Körner unten in diesem Knubbel und hier bekommt man richtig schöne Scheiben raus. Da funktioniert das gut. Nachteil ist allerdings, die Schale lässt sich nur dann essen, wenn die länger gegart ist. Das heißt, die müssen wir dann abschälen so ein bisschen. So. Dann haben wir dazu außerdem haben wir hier einen Pilz oder Pilze dazu. Die genauen Mengen schreibe ich dann unten in die Videobeschreibung rein. Oder ich glaube, ich habe gleich wieder so einen Kasten hier eingeblendet. Da steht das auch drin. Da mal gucken, ob ich für 2 oder 4 angebe, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt hier einen Kräuterseitling. Man kann aber beispielsweise natürlich auch Champignons nehmen, was auch sehr, sehr gut sind. Steinpilze sind halt teuer und wir fanden jetzt so einen Kräuterseitling, das ist schon eine schöne Alternative und der ist halt nicht ganz so teuer. Dann brauchen wir außerdem für das Dressing haben wir außerdem hier noch Zitrone, und zwar eine Bio-Zitrone, die man abreiben kann. Wir haben hier ein bisschen Honig. Dann kommen nachher hier auch Mandeln, und zwar hier so gestiftete Mandeln. Man kann natürlich auch relativ gut so Blättchen nehmen, so Mandelblättchen, das passt auch ganz gut. Aber ich fand jetzt interessant, hier mal so diese Schichtstruktur zu durchbrechen, hier mit den einzelnen Mandelstiften hier dabei. Ja, und dann kommt dann oben drüber ein Käse. Da habe ich hier jetzt meinen wunderbaren Pecorino. Für die Beate, wenn ich dann ihre Version mache, nehme ich dann einen schönen Parmesan. Aber da gibt es auch ganz viele andere Käse, die man dann drüber so hobeln kann. Das ist auch sehr schön. Und oben drüber kommt dann immer noch so ein bisschen Kürbiskernöl. Und ich glaube, ja, auch natürlich hier Salz und Pfeffer. Soll ich auf das Salz und Pfeffer Video hinweisen? Natürlich mache ich das. Salz und Pfeffer Video unbedingt angucken. Ja, hier reduziert das schon kräftig. Da kann ich das runterdrehen. Ja, es geht also damit los, dass ich mich jetzt erstmal hier um den Kürbis kümmere. Und zwar, den schneide ich hier so ungefähr ab, dass ich hier schon mal in die geraden Teile reinkomme. Mit dem Rest mache ich irgendwas anderes. Muss ich mal sehen. Lässt sich auch sicher ganz gut schneiden. Und dann seht ihr hier, da entsteht auch schon eine sehr, sehr schöne Schnittfläche. Und auch da ist noch nichts von den Kernen zu sehen. Ja, das ist die eine Vorbereitung. Und da mache ich jetzt letzten Endes mit dem Starschäler, schäle ich hier so ein bisschen frei, aber auch nicht so viel, weil ich mache jetzt erstmal nur eine Portion. Ich schäle immer nur frei, was ich brauche. Und ihr seht ja, das geht relativ gut hier mit dem Sparschäler. Ich zeige es hier in der Kamera. Das ist gar nicht schwierig. Das lässt sich sehr, sehr gut auch runterschälen. So, okay, das reicht fürs Zeigen. Und man kann natürlich jetzt hingehen und schneide das ganz fein mit dem Messer. Das ist nicht ganz einfach. Das kann man machen, wenn man nichts anderes... Sorry, ich habe was im Hals. So, jetzt, wenn man nichts anderes hat. Man kann natürlich mit einem richtig guten, scharfen Gemüsehobel arbeiten, dann so drüber hobeln. Ich habe Gott sei Dank eine elektrische Schneidmaschine und da werde ich jetzt auch gleich hingehen und mir feine Scheiben runterschneiden. Das funktioniert am besten. Geht auch mit einer manuellen Schneidemaschine, also auch einer Brotschneider müsste das auch gut gehen. Dann kriegt man wirklich feine Scheiben, weil der Witz am Carpaccio ist ja auch, dass das wirklich ganz, ganz dünn und fein ist. Genau, das legen wir mal zur Seite, damit geht es gleich weiter. Und so ähnlich mache ich das hier auch mit meinem Pilz. Auch da ist es, will ich auch sehr, sehr dünne Scheiben haben. Und wenn ich den aber so auf die Schneidemaschine drauflege, ist das eher ein bisschen tricky. Deshalb gehe ich also hin und schneide den hier so in der Mitte einmal durch. Und werde den dann hier so dann ans Messer dann randrücken und schneide dann auch ganz feine Scheiben dann oben drüber. Genau, das passiert jetzt als Allernächstes. Das heißt, ich verschwinde jetzt gleich mal zur Schneidemaschine und dann sehen wir uns in einigen Minuten, beziehungsweise für die Videozuschauer natürlich gleich. Also bis gleich. So, ich habe die Sachen jetzt schon mal geschnitten. Das seht ihr hier, ich habe hier so ganz dünne
Kürbisscheiben gemacht. Dann habe ich außerdem hier auch ganz dünne Pilzscheiben gemacht. Das geht natürlich auch mit diesem Kräuterseitling ganz, ganz wunderbar. Da seht ihr, die Beate macht es weiter runterhalten. Da gibt es die Anweisung aus der Regie. Aber wir machen natürlich alles so. Ich habe jetzt parallel hier schon mal auch die Mandelstifte. Die habe ich jetzt schon mal ein bisschen angeröstet. Das ist auch einmal schief gegangen. Ich muss es auch nochmal neu machen. Aber jetzt sehen sie gut aus. Immer so die Risikoaktion. Und ich habe mir hier eine Pfanne aufgestellt, denn ich will jetzt gleich auch nochmal hier die Pilze, die will ich ganz, ganz kurz durch die Pfanne ziehen. Man kann die roh essen, genauso wie auch den Kürbis, den werden wir auch roh essen. Aber als allererstes mache ich hier schon mal mein Sößchen fertig, beziehungsweise ich könnte ja schon mal die Pilze, genau, die mache ich hier schon mal in die Pfanne ganz kurz rein. Die brauchen nicht viel und in der Zeit kann mir dann die Beate, ich kann mir dann vielleicht auch dann schon mal ein Küchenkrepp auch besorgen, denn im Prinzip habe ich vergessen, mir eins da hinzustellen, damit ich dann die Pilze dann auch ein bisschen entfetten kann. So, aber die kommen jetzt hier in die Pfanne dann schon mal rein, dass die halt ganz, ganz kurz, das sind echt nur ein, zwei Minuten, aber ich will die Zeit hier schon mal nutzen, dass sie dann fertig sind. Soweit, für den einen ist schon gar kein Platz mehr in der Pfanne. So, den einmal ganz kurz noch mal da rein, das kann man runterdrehen, genau, und die kann ich eigentlich jetzt schon fast wieder rausholen aus der Pfanne, die sind jetzt schon richtig gut. Mehr brauchen die, die sollen einmal so kurz angeditscht werden und jetzt kommt da die Küchenrolle, die Beate hat mich gerettet, ich habe es gerade vermasselt mal wieder. So, machen wir gleich Platz und dann hole ich die hier schon mal runter, genau, und lege die gleich aufs Küchenkrepp dann drauf, dass die dann auch das Fett rausziehen. Der Vorteil ist halt einfach dann, dass die dann ein bisschen mehr Geschmack haben. Also von der Essbarkeit ist es gar kein Problem. Das macht bei denen nichts aus, aber die sind natürlich nochmal ein gutes Stück deutlich leckerer. So, da geht das Fett dann raus, mache ich dann da drauf. Das stelle ich mal zur Seite, das brauchen wir gerade nicht. Dann haben wir das aber schon mal erledigt. Zack. So. Und dann zurück zu unserem Sößchen. Ich habe hier den Orangen- und den Apfelsaft gemischt und schon mal einreduziert. Jetzt mache ich einfach Folgendes. Jetzt gebe ich hier schon mal so ein bisschen von dem Honig hier mit rein. Ich denke, das kann man fast alles da rein tun. Honig ist immer so eine klebrige Angelegenheit. Mal gucken, dass man nicht Land und Leute damit versaut. Und rühre das so ein bisschen hier ein, dass sich das ordentlich verteilt miteinander. So. Sieht gut aus. Ja, und dann kommt hier außerdem noch, das sieht prima aus, kommt hier jetzt so ein bisschen von der Zitrone so ein bisschen Abrieb mit rein. Das gibt dann so ein bisschen Säure dann da drin. Also nicht Säure, sondern so ein frisches Aroma, weil die Säure kommt gleich. Ich glaube, das reicht sogar schon. Einmal hier so abstreichen hier hinten. Und ansonsten werde ich jetzt hingehen und werde also mir die Zitrone hier so kurz durchschneiden. Und dann den Saft, mal gucken, wie viel ich dafür brauche, werde ich mir jetzt einfach hier in die Soße mal hier hineindrücken. Ich nehme erstmal nur so ein bisschen und mache dann auch gleich Salz, Pfeffer dann mit rein und schmecke mal ab. Und dann kann ich hier immer noch ein bisschen was hinterher mit rein tun. Und dann gucke ich mal, wie das denn so schmeckt. Ja, Salz, Pfeffer und schon haben wir ein ganz, ganz wunderbares Dressing für unser tolles Carpaccio. So, einmal umrühren und gucken wir mal, wie es so geworden ist. Bei Dressing, ich habe das schon mal bei den ganzen Salatvideos gesagt, da kann man ruhig ein bisschen überwürzen, weil das verteilt sich dann natürlich hinterher auch nochmal auf die anderen Zutaten. Deshalb darf das ruhig ein bisschen intensiver auch schmecken, sonst schmeckt es nachher doch nach weniger. Da kann noch ein bisschen Salz und Pfeffer, dann ist das gut. Dann passt das so ganz gut. Auch Säure hat das genug, da muss also gar nicht weiter mehr Säure rein. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ziel, denn jetzt können wir das Ganze aufdekorieren und anrichten. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir hier mal zur Abwechslung einen weißen Teller, ist ja für uns was Neues. Jetzt haben wir eher diese schwarzen Sachen. Und ja, so ein Carpaccio, das soll ja auch richtig schön aussehen. Das ist ja nicht so eine Suppe, die man dann so drauf tut, ach, die soll schön aussehen. Aber gerade so beim Carpaccio ist das ja auch so ein bisschen ein Deko-Ding. Und ich finde, das macht dann auch Spaß, dass das so hübsch dann drauf zu dekorieren. Gucken wir mal, wie viel wir davon brauchen von den Scheiben. Ich habe eine ein bisschen dick geschnitten, die lasse ich mal weg. Und da geht hier noch eine so. Jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht.
Da habe ich so viel gequatscht. Und zwar wollte ich eigentlich ganz anders machen. So geht das halt manchmal. Denken und sprechen gleichzeitig ist eine schwierige Nummer. Und zwar, damit sich das gut, denn letzten Endes auch dieses Dressing da reingeht, streiche ich vorher den Teller damit ein. Und lege dann da das Carpaccio dann da drauf. Und dann zieht das dann auch richtig schön in den Kürbis dann auch ein. Da geht auch ein bisschen Säure dann damit rein. Und auch das zersetzt das so ein bisschen und dann lässt sich auch noch ein bisschen besser essen. So, zweiter Anlauf, Dekoration. So, strafende Blicke von der Beate. Ich habe es mal wieder vermasselt. Okay, ist halt so. Und ist das dicke? Das lassen wir weg. Hier noch eins und da. Und da tue ich dann auch hier, jetzt auf der anderen Seite auch im Grunde mein Dressing, hier dann so drauf streichen mit dem Pinsel, dass das schön dann in den Kürbis dann reinziehen kann. So, ja, sehr schön. Das sieht schon mal relativ schön aus, wie so eine Blume. Finde ich ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob es Blumen mit so 7 verschiedenen Blättern da gibt. Keine Ahnung. Mit der Botanik, das ist nicht so ganz meine starke Seite. Irgendjemand weiß es, vielleicht schreibt es unten in die Kommentare rein. Vielleicht weiß das ja jemand. So, und das nächste ist, dass wir dann uns hier unsere Pilze nochmal nehmen. Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, man muss die nicht unbedingt dann anbraten. Die kann man auch roh essen, aber ich finde es so halt dann schon ein bisschen schön. Jetzt mal gucken, wie ich das schön hier dekoriert kriege. Das ist nicht ganz so einfach. Das wäre jetzt eine gute Aufgabe für die Beate, weil die das kann das viel besser als ich. Dann mit Deko hat die es dann mehr. Wir besprechen auch immer die Fotos, die wir dann machen, ganz, ganz intensiv. Und ja, da gibt es immer tollen Input von der Beate. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich da wenigstens einigermaßen mithalten kann. So, ich glaube, das sieht ganz okay aus. Das ist nicht so schön, das machen wir dann mal weg. Zack. So, und das Nächste, was jetzt dann passiert ist, dass wir hier ein bisschen von dem Käse dann darüber hobeln. Und dann haben wir nochmal den Sparschäler, ist Gott sei Dank schon da. Ich werde ein bisschen reiben, ein bisschen hobeln, beides, dass das schön, schön bunt aussehen, dass hier so dünne Käsescheiben dann so da drüber sind. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da ist man in der Formgebung völlig frei, wie das dann so ist. Es soll halt einfach ein bisschen hübsch ausgehen, weil so ein Carpaccio ist einfach auch was fürs Auge. So, das reicht schon. Und dann reibe ich da auch noch so ein kleines bisschen von dem Käse auch oben drüber. Da habe ich dann auch so einzelne Pitzel dann da dran. Das sieht dann auch noch ganz gut aus. Das hat jetzt mit dem Geschmack nur bedingt was zu tun. Da geht es vor allen Dingen um die Optik. Und das stelle ich auch ein bisschen in den Vordergrund. Ja, und dann gebe ich als Nächstes hier von meinem Kürbiskernöl da so oben drüber. Das soll nicht zu viel sein, dass das alles so erschlägt. Gerade so ein paar Tropfen da oben drüber. Genau. Soll halt nicht nur schön aussehen, sondern auch lecker schmecken. Ich glaube, das reicht auch schon, was wir da haben. Jetzt habe ich dann den Rand versaut. Klasse. So, und ganz zum Schluss kommen dann hier unsere Mandelstifte dann oben drüber. Auch da gucken, dass die sich einigermaßen gleichmäßig dann da oben drauf auch verteilen. Und schon, tada, Herd ist aus, haben wir ein ganz wunderbares Kürbis-Carpaccio. Ich halte es mal nochmal so in die Kamera rein. Und bevor ich die Aufforderung von der Beate kriege, dass so aussieht, die Spritze an der Seite, die tue ich natürlich nachher nochmal wegmachen. Ja, und das ist halt im Grunde sowas für einen kleinen Snack am Abend. Das ist schön auch für Gäste oder auch sowas Kleines zwischendurch in der warmen Jahre. Also wenn es ein bisschen wärmer ist im Oktober, wir sind ja im Oktober, ist ja nicht mehr der Sommer. Dafür ist das natürlich ganz, ganz, ganz wunderbar. Und ihr habt auch gesehen, der Aufwand hält in Grenzen und das sieht ja richtig toll und auch edel aus. Ja, ich hoffe, ihr probiert es mal aus, habt ganz viel Spaß damit, lasst es euch schmecken. Ja, und dann, das nächste Kürbisvideo kommt bestimmt. Bis bald. Tschüss.